Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, das zurückliegende Jahr 2018 ist wie im Flug vergangen. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor fast auf den Tag genau einem Jahr hier stand und meine erste Neujahrsrede als Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen gehalten habe. Es war ein spannendes erstes Jahr im Amt. Ich will keinen Tag missen, ich bin angekommen und ich habe nichts bereut. Ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, den Kolleginnen und Kollegen im Stadtvorstand, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der städtischen Tochtergesellschaften, den Mitgliedern des Stadtrats und der Ortsbeiräte sowie den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern, den vielen Ehrenamtlichen in unserer Stadt, den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für ihre Stadt einsetzen, die auch mit mir das Gespräch gesucht haben, mir ihre Anliegen anvertraut haben, auch ihre Verbesserungsvorschläge vorgetragen haben. Und ich danke auch den Unternehmen in unserer Stadt, den Großen wie den Kleinen, die uns eine wirtschaftliche Basis und Arbeitsplätze bieten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vieles hat die Welt, Europa, Deutschland und Ludwigshafen in 2018 bewegt. Welt- und europapolitisch ist einiges durcheinander geraten. Ich nenne nur exemplarisch zwei Stichworte, Trump und Brexit. Es gäbe viel mehr zu nennen. In Deutschland war das Jahr 2018 geprägt, zunächst von einer schwierigen Regierungsbildung und von vielen Diskussionen innerhalb der Großen Koalition im Bund, der Fortführung der Diskussionen um die Einwanderung, der Frage, wie es mit Dieselautos und drohenden Fahrverboten weitergeht. Und wir alle erinnern uns auch noch an den heißen Jahrhundertsommer. Der andauernde wirtschaftliche Aufschwung ist gut für unser Land. Die Produktion läuft auf Hochtouren, sogar die Renten steigen. Aber nicht jede und jeder profitiert davon. Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die von Armut bedroht oder bereits betroffen sind. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in kriselnden Branchen, Geringverdiener und Beschäftigte in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Viele Menschen machen sich große Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Gefühl des Nicht-Miteinander-Könnens angesichts der rasanten Globalisierung, der Vielfalt der Informationen oder Desinformationen im Internet und den sozialen Netzwerken, die steigende Angst vor jedweden Fremden, eine zunehmende Ellenbogenmentalität. Als direkte Ansprechpartnerin hier vor Ort sehe ich mich als Moderatorin, die jeder Bürgerin und jeden Bürger, egal welcher politischen Strömung, den offenen Dialog anbietet. Damit will ich dazu beitragen, dass besonders in unserer Stadt das Verbindende und nicht das Trennende Beachtung findet und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird. Über eines müssen wir uns allerdings bei allen unterschiedlichen Standpunkten oder Meinungen im Klaren sein. Bricht dieses so stolze Deutschland auseinander, hat es nicht nur verheerende innenpolitische und wirtschaftliche Auswirkungen auf uns alle. Die Führungsrolle Deutschlands für Europa, bei aller zum Teil berechtigter Kritik, war stets ein Garant der globalen und europäischen Stabilität und somit ein entscheidender Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung, die immer wieder neu errungen werden muss. Dauerhafter Frieden in Europa war
und ist nicht selbstverständlich. Deshalb wird das bevorliegende Jahr ein entscheidendes für uns. Sie haben es bei der Europawahl in der Hand, um die weitere Zukunft mitzugestalten. Auch hier vor Ort geht es bei den Kommunalwahlen um eine erfolgreiche Gestaltung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt. Protest alleine bringt Streit und damit Rückschritt und Stillstand. Ich bitte Sie bereits heute, machen Sie im Mai von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und unterstützen Sie Demokraten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Ludwigshafen war das Jahr 2018 gespickt von großen Entscheidungen. Zu meinem Amtsantritt habe ich eine schwierige Situation vorgefunden. Manche neuen, folgenschweren Tatsachen kamen in den ersten Monaten des Jahres zutage. Manche Projekte waren bereits angefangen, mussten im zurückliegenden und müssen in den kommenden Jahren zielführend weiterverfolgt werden. Bei Betrachtung der Verwaltung habe ich festgestellt, dass hier ein riesiger Modernisierungsbedarf herrscht, sei es die IT-Infrastruktur oder auch manchmal kaum nachvollziehbare Abläufe und Zuständigkeiten. Ich habe ein zentrales Fördermittelmanagement auf den Weg gebracht, weitere Änderungen wie eine zentrale Vergabestelle, die Zusammenführung von Genehmigungsverfahren sowie eine Revisions- und Compliance-Stelle für den gesamten Konzernstadt sind in Vorbereitung. Mein Ziel ist für dieses Jahr auch weiterhin, all meine Kraft in die Gestaltung unserer Stadt und einer bürgernahen Verwaltung zu stecken. Ich nehme mir vor, Ludwigshafen jeden Tag ein bisschen liebenswerter zu machen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann das Fundament für etwas Zukünftiges legen. Dieses Zitat von Antoine de Saint-Exupéry drückt passend auf, was in Ludwigshafen vor sich geht. Ludwigshafen wird in Teilen in ferner Zukunft nicht mehr so aussehen wie heute. Viele Bauwerke und Gebäude sind in die Jahre gekommen, manches nicht mehr zeitgemäß. Ich will nichts schönreden. Es wird kein leichter Weg. Es wird ein Weg, der uns allen viel abverlangen wird. Bei Bedenken, Liebgewonnenes zu verlieren oder Unbequemlichkeiten im täglichen Leben zu erfahren, bitte ich Sie, sich immer die Notwendigkeiten und das Endergebnis vor Augen zu halten. Damit komme ich zur Situation unserer Hochstraßen. Die Hochstraße Nord weist große Schäden und bauliche Mängel auf, mit Folgen für die Sicherheit. Eine Sanierung der bestehenden Brückenabschnitte ist nicht möglich. Das wurde hinlänglich von Fachleuten, auch von unabhängigen Fachleuten geprüft. Abriss und Bau einer neuen Straße stellen die einzig wirtschaftliche und nachhaltige Lösung dar. Die ebenerdige Stadtstraße, die die kaputte Hochstraße ersetzen soll, ist der richtige Weg. Das sehe ich auch so. Ich bin erst nach Abschluss der Bürgerbeteiligung und der Planung ins Amt eingetreten, aber ich stehe und ich habe auch wirklich alles eingehend geprüft. Ich stehe hinter diesen Entscheidungen der Vergangenheit. Es ist die einzig wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für unsere Stadt. Die Planungen liegen im Zeitplan. Für den Abriss der Hochstraße Nord und den Bau der Stadtstraße werden knapp 8 Jahre veranschlagt. Die kritische Bauzeit mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in
den Berufsverkehrszeiten wird rund 4,5 Jahre dauern. Nach dem derzeitigen Planungsstand soll mit den vorbereitenden Arbeiten 2020 begonnen werden. Das erste große Bauwerk wird der Neubau der Brücke über die Bahnanlagen sein. Beginnt Ende 2020, Anfang 2021. Der Abriss der alten Hochstraße erfolgt dann sukzessive und parallel zum Neubau der Stadtstraße. Autofahrerinnen und Autofahrer werden in diesen Zeiten noch wenig davon merken. Entstehen wird eine ebenerdige, großzügig angelegte Stadtstraße mit breiten Seitenräumen und Baumreihen, wie wir sie in vielen Städten in Deutschland und in Europa und auch in der Welt finden, als Stadtstraße. Und entlang dieser bedeutenden überregionalen Verkehrsader hat Ludwigshafen mit der Entwicklung der City West ein attraktives Stadtentwicklungsprojekt angestoßen. In den nächsten Jahren werden hier erhebliche Flächenpotenziale in innerstädtischer Lage entwickelt werden. Rund 3.700 Menschen sollen dort einmal wohnen, rund 5.300 Arbeitsplätze können dort entstehen. Mit dem vorgesehenen Erwerb des Rathauscenters kann die Stadt die gesamte städtebauliche Entwicklung entlang der Stadtstraße bis an den Rhein und hin zur Innenstadt steuern und gestalten. Im Zusammenhang mit dem Rathauscenter und möglichen Entwicklungschancen am Stadteingang steht auch die derzeit laufende Prüfung rund um das Rathaus. Dieses ist stark sanierungsbedürftig und seit 2 Jahren weitgehend leergeräumt. Die Prüfung, ob es wieder instand gesetzt werden kann oder ob ein Neubau oder eine andere Alternative wirtschaftlicher ist, läuft und wird bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein. Insgesamt zeichnet sich eine nachhaltige und zukunftsfähige Lösung für die 3 schwierigen Sonderimmobilien, nämlich Rathauscenter, Rathausturm und Hochstraße Nord ab. Sie haben es dem Filmbeitrag eben entnommen. Mit meinem Amtsantritt wurde ich auch mit der Tatsache konfrontiert, dass die 1959 erbaute Hochstraße Süd in einem Teilbereich von 500 Metern der sogenannten Pilzhochstraße altersbedingte Schäden aufweist. Die Sanierung stellt für die Stadt eine enorme Herausforderung dar, immer noch planerisch, baulich, logistisch und finanziell. Wann und wie die Hochstraße Süd saniert wird, wird derzeit im Detail bearbeitet. Wir erwarten die Ergebnisse. Der Hauptbahnhof, wie all unsere Bahnhöfe, ist eine Visitenkarte unserer Stadt. Ich habe mit diesem Lacher gerechnet. Es kann nicht sein, dass wir uns für diesen Hauptbahnhof schämen müssen. Auch überregional gab es negative Schlagzeilen. Ich habe die Wortwahl in meiner Rede weggelassen. Ich habe auf meinem Schreibtisch bereits einen Briefentwurf liegen, in dem ich dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn auffordere, endlich etwas zu unternehmen. Den Brief habe ich schon im Dezember angefangen. Er war etwas scharf, ich musste ihn etwas abmildern und noch die ein oder andere Stelle nachschleifen, aber er wird dieser Tage rausgehen, denn sowohl das Bahnhofsgelände als auch das Bahnhofsumfeld müssen im Hinblick auf den Stadtentwicklungsprozess City West dringend positiv gestaltet werden. Und um ehrlich zu sein, ich habe keine Lust, mich, und das geht den Kolleginnen und Kollegen im Stadtvorstand genauso, dafür für eine Immobilie zu beschimpfen zu lassen, die wir gar nicht in unserer Hand haben. Aber tatsächlich, es ist die erste Visitenkarte unserer Stadt und sie macht keinen schönen Eindruck. Und deswegen
werden wir, ich habe bereits begonnen und wir werden weitere Gespräche mit der Bahn führen, dass dort endlich was geschieht. Eine weitere große Herausforderung ist die Baustelle am Berliner Platz. Mit der Entwicklung einer funktionierenden Immobilie an diesem attraktiven Standort soll ein entscheidender Impuls für die Entwicklung des Südpols der Innenstadt entstehen. Der Stillstand der Baustelle ärgert uns alle. Der Stadtvorstand hat dem Stadtrat in der September-Sitzung vorgeschlagen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzuheben. Allerdings hat die Mehrheit des Stadtrats dem Eigentümer unter gewissen Bedingungen einen neuen Aufschub gewährt. Für den Investor ist das jetzt die allerletzte Chance, das Vorhaben umzusetzen. Es ist nicht so, dass das Grundstück unattraktiv wäre. Ich habe bereits einige Interessenten an den Grundstückseigentümer weiterverwiesen. Was am Berliner Platz auch von großer Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger ist, sind die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden. Hierzu leisten der kommunale Vollzugsdienst und die Polizei einen wichtigen Beitrag. Die bereits hohe Präsenz vor Ort wurde jetzt mit Beginn dieses Jahres durch ein zusätzliches Angebot in der Mittagszeit in den Räumen der Touristinfo ergänzt. In der gesamten Innenstadt wird es darum gehen, mit gezielten Entwicklungsprojekten eine Attraktivierung und Belebung zu realisieren. Durch die Ansiedlung weiterer Dienstleistungsunternehmen, Sie haben es im Film gesehen, da waren die Beispiele die Pfalzwerke und die TWL genannt, kommt Leben und Kaufkraft in die Innenstadt. Wir wollen die Innenstadt weiter gestalten und eine positive Stadtentwicklung vorantreiben, damit das Stadtzentrum wieder mehr Aufenthaltsqualität bekommt. Da geht es um neues Wohnen, auch studentisches Wohnen, Einzelhandel und Büroflächen. Aktuell sind stadtweit rund 900 Wohnungen in allen Preissegmenten und vielfältigen Wohnformen im Bau oder im Planverfahren. Das ist überdurchschnittlich viel im Vergleich zu den letzten 10, 15 Jahren. Für 2019 und die kommenden Jahre steht die Erschließung und die Vollendung von Neubaugebieten im ganzen Stadtgebiet an. Am Rheinufer Süd, Sie haben es im Film gesehen, wird aktuell der Schlusspunkt gebaut. Die Heinrich-Pech-Siedlung konkretisiert sich und auch in den Stadtteilen geht es weiter. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn viele Menschen in der Stadt leben, spielt auch die Frage der Mobilität eine große Rolle. Für 2019 haben wir uns da weiterhin viel vorgenommen. Unter anderem die stärkere Förderung des Radverkehrs. Rund 182 Kilometer stehen in Ludwigshafen Radfahrerinnen und Radfahrern zur Verfügung. Ludwigshafen soll noch attraktiver werden fürs Radeln. Ziel ist eine schrittweise Steigerung des Radverkehrsanteils. Um dieses Ziel zu erreichen und um die Interessen der Radfahrerinnen und Radfahrer in der Verwaltung zu vertreten, werden wir einen Fahrradbeauftragten etablieren. Er soll die Interessen der Radfahrerinnen und Radfahrer auch innerhalb der Verwaltung vertreten. Es ist immer gut, wenn bestimmte Personenkreisen und Interessensgruppen jemanden haben, der innerhalb einer Verwaltung, innerhalb der Planungen auch Anwalt für diese Interessensgruppe ist. Nun noch ein Hinweis an jene, die den Fahrradweg an der Heinigstraße kritisieren. Wir als Stadt sind gezwungen,
alles zu unternehmen, die Schadstoffgrenzwerte zu unterschreiten. Es kann nicht sein, dass die Städte durch das Verhängen von Fahrverboten am Ende das ausbaden sollen, was die Automobilindustrie verursacht hat. Die Städte selbst tun alles, was ihnen möglich ist, um Emissionen zu senken. Wir bauen den öffentlichen Personennahverkehr weiter aus, fördern Elektromobilität, investieren in ein digitales Verkehrsmanagement. Diese Anstrengungen werden wir hier in Ludwigshafen fortsetzen. Denn ein Dieselfahrverbot darf es hier nicht geben. Nicht für die Bürgerinnen und Bürger und nicht für unsere Unternehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es schon im Filmbeitrag gesehen. Um den steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu decken, wurden in 2018 bereits 125 neue Plätze geschaffen und bis 2022 sind weitere 205 in Planung, in Mitte, in Süd, in Oggersheim, in Oppau und Hemsow. Damit die Eltern einen Überblick erhalten und damit es auch sehr viel einfacher ist, wurde jetzt im vergangenen Jahr das Online-Anmeldeportal freigeschaltet und es ist schon eine große Hilfe für die Eltern, wenn sie sich nicht mehr bei jedem Kindergarten einzeln anmelden müssen. Das gilt sowohl für die städtischen Kindergärten als auch die der freien Träger. Wir investieren in unsere Kleinsten, aber auch viele Millionen Euro in die Bildung und unsere Schulen. Da wäre mehr notwendig, das wissen wir. Einem Milliardenüberschuss im Bund und einem ausgeglichenen Landeshaushalt steht der Schuldenstand der Stadt gegenüber, den auch andere politische Ebenen ernst nehmen müssen. Schließlich gestalten, ja, am besten so laut klatschen, dass man es auch dort hört. Schließlich gestalten wir hier vor Ort das Leben der Menschen und die Infrastruktur für unsere Wirtschaft. Ich fordere hier sehr deutlich Bund und Land auf, Ludwigshafen für die zugewiesenen Aufgaben mehr Gelder zur Verfügung zu stellen. Im Doppelhaushalt für die Jahre 2019-2020 haben wir die Mehreinnahmen, die wir durch die Erhöhung der Gewerbesteuer erzielt haben, zur Hälfte zur Steigerung der Lebensqualität in unserer Stadt eingesetzt. Und die Zuschüsse für das Ehrenamt, den Sport, für Jugend und Soziales sowie die Kultur erhöht. Seit 1. Januar habe ich Feuerwehr und Katastrophenschutz direkt an mich gebunden. Digitale Risiken, zum Beispiel für die Stromversorgung und andere kritische Infrastruktur wie Telekommunikation, erfordern neue, zukunftsfähige und zukunftsweisende Konzepte und daran will ich gemeinsam mit der Feuerwehr und den Katastrophenschutzeinheiten arbeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe jede Möglichkeit genutzt, mich mit den Menschen unserer Stadt auszutauschen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Da gab es für mich keine Veranstaltung erster oder zweiter Klasse. Es ist für mich ein Zeichen der Wertschätzung, allen zuzuhören, wo der Schuh drückt, welche Ideen die Menschen für ihre Stadt, für ihren Stadtteil, für ihren Verein oder für ihr Unternehmen haben.
Und weil ich doch nicht überall sein kann, gibt es andere Möglichkeiten, mit mir ins Gespräch zu kommen. Über die sozialen Netzwerke, über, wie Sie im Film gesehen haben, hol die Oberbürgermeisterin. Viele Möglichkeiten wird es auch noch in Zukunft geben. Wir werden Mitte des Jahres voraussichtlich eine Mängelmeldeplattform ins Netz geben. Und außerdem hat der Stadtvorstand beschlossen, dass wir ab diesem Jahr auch gemeinsam Stadtteiltage durchführen werden. Die Stadtratsfraktionen erarbeiten gerade mit der Verwaltung, wie die Ratsarbeit moderner und transparenter werden kann. Dazu gehört auch die Übertragung, die öffentliche Übertragung von Stadtratssitzungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer an das Ehrenamt in Ludwigshafen denkt, dem fällt sicher auch schnell der Sport in unserer Stadt ein. Ich kann heute mit voller Überzeugung sagen, dass meine Entscheidung, den Sportbereich zu übernehmen, richtig war. Ludwigshafen ist eine Stadt des Sports, eine Stadt des Breiten- und des Spitzensports. Heimat von 150 Sportvereinen mit rund 50.000 Mitgliedern und 13 frischgebackenen Welt- und Europameistern sowie 33 deutschen Meistern in allen Altersklassen. Sportliche Großereignisse, die weit über die Stadtgrenzen positiv ausstrahlen, werden auch in diesem Jahr stattfinden. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am 19. Januar, der Stadtlauf, die Sportabzeichen-Initiative oder auch zum ersten Mal in diesem Jahr ein ATP-Tennisturnier, Ludwigshafen Challenger. Es wird mir auch in Zukunft ein wichtiges Anliegen sein, für unsere Vereine, Verbände und Ehrenamtlichen ein offenes Ohr zu haben und diese stärker als bisher zu unterstützen. All dieses Engagement trägt zur Steigerung der Lebensqualität in der Stadt bei und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ein Ehrenamtsbeauftragter wurde vom Stadtrat genehmigt. Er soll sich um die Belange der Vereine kümmern, sie unterstützen. Außerdem werden Vereine bei Straßenfesten und Veranstaltungen jetzt finanziell unterstützt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss meiner heutigen Neujahrsansprache möchte ich zwei Wünsche formulieren. Ich bitte Sie, gemeinsam mit mir, der Verwaltung und allen Bürgerinnen und Bürgern darin mitzuarbeiten, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Mein erster Wunsch: Ich wünsche mir in unserer Stadt eine Stärkung des solidarischen und respektvollen Miteinanders und des Zusammenhalts, das in einer sichtbaren Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum mündet. Was wir in der heutigen Zeit brauchen, ist wieder mehr Respekt. Mehr Respekt vor den Mitmenschen, mehr Respekt vor der eigenen Stadt, mehr Respekt vor dem eigenen Wohnumfeld. Respektiere dich selbst, respektiere andere und übernimm Verantwortung für das, was du tust. Dieses Zitat des Dalai Lama beschreibt es sehr passend. Es tut mir in der Seele weh, zuschauen zu müssen, wie respektlos manche Menschen mit ihrer eigenen Stadt umgehen. Achtlos weggeworfener Müll, wilde Müllkippen, Ausspucken, rücksichtsloses Parken, unerlaubtes Fahren und Parken in den Fußgängerzonen, Abstellen nicht angemeldeter PKWs im öffentlichen Raum, rücksichtsloser Lärm und vieles mehr. Ich gebe mich mit dieser Situation nicht zufrieden.
bekomme viele Briefe, Mails, Anrufe, Nachrichten. Die Stadt soll alles wegräumen. Das kostet die Stadt und damit Sie alle viel Geld. Das darf nicht sein, dass die Allgemeinheit für diese Dreckspatzen auch noch zahlen muss, weil wir als Verwaltung die Kosten für die Beseitigung des wilden Mülls 1:1 auf die Gebühren umlegen müssen. Und kaum wird der Müll beseitigt, steht dort kurze Zeit später die nächste Couch, die nächste Wohnzimmerwand, die nächste Mülltüte. Und glauben Sie mir, unsere Männer und Frauen arbeiten wirklich den ganzen Tag, Müll wegzuräumen, und kaum ist der Müll weg, steht neuer da. Das darf nicht so weitergehen. Wir arbeiten gerade an einer stadtweiten Kampagne. Sie soll wachrütteln, und das in allen Sprachen. Wir sind zurzeit dabei, und das läuft parallel zur Kampagne, verwaltungsinterne Strukturen zu überprüfen, zum Beispiel die Sperrmüllabfuhr, Wertstoffhöfe, Müllfahnder, Kontrollen oder Bußgelder. Ich bitte alle Ludwigshafnerinnen und Ludwigshafner, besonders auch mit Blick auf das Thema Müll, respektvoll vor der eigenen Stadt und dem eigenen Wohnumfeld umzugehen und so einen wichtigen Beitrag für eine saubere Stadt zu leisten. Mein zweiter Wunsch: Ich wünsche mir, dass alle Ludwigshafnerinnen und Ludwigshafner zu ihrer Stadt stehen, sich mit ihr stärker identifizieren und eine Stadtgesellschaft bilden, die geprägt ist von Zusammenhalt und gegenseitigem Respekt. Dafür gibt es viele, viele Gründe. Ludwigshafen ist das wirtschaftliche Kraftzentrum in Rheinland-Pfalz. Ludwigshafen bietet hervorragende und überdurchschnittlich im deutschen Vergleich bezahlte Arbeitsplätze. Die Menschen kommen nach Ludwigshafen, um einen guten Arbeitsplatz zu haben, aus der ganzen Region, aus der ganzen Welt. Ludwigshafen ist eine internationale Stadt. Ludwigshafen hat eine weit über die Stadtgrenzen hinaus anerkannte Hochschule. Ludwigshafen ist eine Stadt mit einem hohen Freizeitwert. Ludwigshafen ist eine lebendige Sportstadt. Ludwigshafen ist eine sehr, sehr grüne Stadt. Ludwigshafen hat attraktive Wohnquartiere. Ludwigshafen hat eine lebendige Kulturszene. Ludwigshafen liegt inmitten einer fantastischen Region. Die Pfalz mit dem Hambacher Schloss oder ihren Weinbergen, der Pfälzerwald oder der Odenwald laden zum Wandern ein, das Elsass ist nur einen Katzensprung entfernt, um nur einiges zu nennen. Und in Ludwigshafen leben liebenswerte und aufgeschlossene Menschen. Für mich ist Ludwigshafen die schönste Stadt. Schauen Sie doch bitte mal genauer hin.
Ich wünsche mir Respekt für unsere Stadt und ich wünsche mir, dass wir alle unsere Stadt lieben. Vielen Dank.